Dieses Gericht bringt intensives Aroma, leuchtende Farbe und gute Laune auf den Tisch. Pasta mit Zucchini und Garnelen auf Kürbiscreme. Kreiert von einer Süditalienerin, die es schon lange nach Hamburg verschlagen hat. Ciao, ich bin Arianna Briganti aus Italien und heute mache ich ein buntes und leckeres Essen gegen den tristen Herbst hier in Deutschland. Und zwar Pasta mit Zucchini und Garnelen alla Arianna. Und dafür braucht es knapp ein Dutzend Zutaten und etwa eine Stunde Zubereitungszeit. Man nehme für zwei Personen 600 Gramm Zucchini, zwei kleine oder einen großen Hokkaido-Kürbis, 250 Gramm frische Garnelen, dazu 50 Milliliter Weißwein und etwas Olivenöl. Außerdem eine Prise getrocknete Chilischoten, Kurkuma, Salz und Pfeffer und Salbei. Sowie Basilikum und etwas Knoblauch. Und natürlich 300 Gramm dicke Röhrenpasta, zum Beispiel Pacchiarelli Rigatoni. Diese Zusammenstellung ist geworden aus, sagen wir, meiner Lust, um Experimente in der Küche zu machen. Und eigentlich habe ich von Mutter Pasta mit Zucchini einfach gelernt. Die Zucchini sind eher tatsächlich aus Italien und Mittelmeerkultur. Aber etwas auch Exotisches wie Kurkuma zum Beispiel. Und dann habe ich im Herbst auch die Idee gehabt, dass vielleicht diese kombinierte Pasta könnte auf einem Bett von Kürbiscreme liegen. Doch bevor es ans Betten geht, wird der Kürbis erstmal halbiert. Allora, jetzt sollen wir den Kürbis schneiden. Und das braucht man viel Kraft. Ist fast durch. So, jetzt haben wir eine schöne halbierte Kürbis. Und der wird genau wie die andere Hälfte entkernt. Das komplette Innenleben muss also raus. Die Kerne können natürlich getrocknet und geröstet werden. Bei Ariannas Gericht spielen sie aber keine weitere Rolle. Um sie besser schälen zu können, halbiert Arianna die Kürbisteile nochmal. Jetzt werde ich den Kürbis schälen und dann in kleine Stücke schneiden, sodass ich dann diese Stücke kochen kann. Obwohl Hokkaido-Kürbis auch ungeschält gekocht werden könnte, schneidet Arianna die Schale lieber ab. Ohne Schalenstücke wird die Soße nämlich noch cremiger. Jetzt wird den Kürbisstücken eingeheizt. Dazu Olivenöl im Topf erhitzen und eine halbierte Knoblauchzehe mit etwas Chilipulver sanft anrösten. In Italien wird so gekocht. Wenn man eine Soße vorbereiten möchte, macht immer Olivenöl als Basis und dann Knoblauch, Chili oder kann man Zwiebel benutzen, was nötig für das Rezept ist. Dann die Kürbiswürfel hineingeben. Für ein aber nur kurzes Bratvergnügen. Kürbis ein bisschen anbraten. Wenn man aber schon merkt, dass das Öl oder dass die Temperatur heiß ist, dann muss man mit dem Wein ablöschen. Der Kürbis-Weinmix kann auf niedriger Flamme erstmal vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit können die Zucchini unters Messer. Die Endstücke kommen weg, der Rest wird in schmale Scheiben geschnitten. Nachdem wir die Zucchini geschnitten haben, ist der Kürbis fast fertig. Deswegen würde ich jetzt die Gewürze dazu reintun. Dazu zupft Arianna die Basilikum- und Salbeiblätter klein und rührt sie unter. Dann kommt noch eine Prise Salz zum Einsatz. Falls man merken sollte, dass der Kürbis ein bisschen trocken geworden ist, kann man ein Glas Wasser oder ein bisschen Wasser dazu hinzufügen. Jetzt ist wieder die Zucchini an der Reihe. Ab in eine große Pfanne, in der heißes Olivenöl und zwei halbierte Knoblauchzehen schon bei geringer Hitze brutzeln. Und ich mache die Zucchini rein im Öl. Ich bewege die Zucchini nur ganz am Anfang, sodass sie das Öl aufnehmen und dann werde ich sie mit einem Deckel weiter braten lassen. In der Zwischenzeit wird beim Kürbis kurzer Prozess gemacht, mit einem Pürierstab. Ich püriere den Kürbis, sodass wir das Bett für die Pasta fertig haben. Pasta ist das Stichwort. Sie kommt jetzt in kochendes Wasser. Diese Sorte von Pasta kommt aus meiner Region. Ich komme aus der Nähe von Neapel, aus Kampanien. Und die heißen in Neapolitanisch Paccarelli. Und das ist die Streifen darüber sind auch sehr gut, um mit der Soße besser sich zu mischen. Also für die Italiener, die Sorte Nudel ist nie ein Zufall. Zu jeder Soße gehört eine Sorte von Nudel. Während die Pasta kocht, dürfen die Garnelen für ein paar Minuten in die Zucchini-Pfanne. Die werden in diese, sagen wir, wenigen Minuten auf jeden Fall relativ durch sein, sodass man nicht das Gefühl hat, dass roh sind. Mit Salz, Pfeffer und Kurkuma alles würzen.
Nach Deutschland gebracht hat Arianna übrigens ihr Germanistikstudium. Eigentlich wollte sie in Hamburg nur ihr Deutsch aufbessern, doch dann verliebte sie sich und blieb. Denn wie deutsche Männer sind, schätzt sie. Wenn die Deutsche zum Beispiel verliebt sind und Gefühle haben, sind sie dann ernst dabei, tief. Und das ist faszinierend, weil in Italien gibt es auch viele Machos oder viele Muttersöhnchen, kann man so sagen. Doch zurück an den Herd. Die bissfest gekochte Pasta in der Pfanne unterrühren und dann kann aufgetragen werden. Jeweils etwas Kürbiscreme auf die Teller geben und anschließend die Pasta mit Zucchini darauf betten. Fertig ist Ariannas Herbstkomposition. Und der Geschmack ist erfrischend wegen des Kürbis, würzig wegen des Kurkumas und auch scharf für das Chili, das ich benutzt habe. Ariannas Pasta mit Zucchini und Garnelen auf Kürbis. Deutsche Vita mit einem Hauch Exotik.